Bei dem schönen sonnigen Märzwetter bin ich wieder mit dem Rad unterwegs und ich werde mal wieder versuchen, von bekannten Radwegen aus doch noch etwas Neues zu finden. Somit geht es nach Dingelstädt, von dort durch den Riedpark am Kerbschen Berg vorbei, hinauf auf den Kanonenbahnradweg und dann bis kurz vorm Köhlstädter Bahnhof, wo ich links in den Wald abbiege. Dann geht es zu den Drei Eichen mit einem Umweg, weil mir Bäume im Weg lagen, zur Rodelandhütte, zur Lengefelder Warte, nach Zella, Helmsdorf und wieder zurück. Durch einen Tunnel unterquere ich den Kanonenbahnradweg und fahre dann Richtung Dingelstädt und werde an der Regelschule wieder heraus auf die Straße im Ort kommen. Der Straßenrand in Dingelstädt ist bekannt für die vielen links und rechts blühenden Frühjahrsblüher. Fahre dann in Richtung Kreuz Ebra und da ich gesehen hatte, dass die Eisdiele schon geöffnet hat, werde ich mir erstmal ein paar Kugeln Eis hier holen. Und danach bin ich dann weiter unterwegs in Richtung Riedpark. Durch viele Arbeitsmaßnahmen und Arbeitseinsätze wurde der Riedpark in den letzten Jahren auch wieder stark verschönert. Dann fahre ich vor zum Kloster Kerbschen Berg, werde dies einmal umrunden und fahre dann hinauf auf den Kanonenbahnradweg. Weiter geht es nun über das Viadukt bei Käferhausen auf dem Kanonenbahnradweg. Kurz vor dem Köthstädter Bahnhof habe ich dann den Radweg verlassen und es geht dann so in Richtung Klosteranrode mit dem Rad weiter. Ich befinde mich hier im Waldgebiet der Hollau, welches oberhalb des östlich verlaufenden Obereichsfelder Höhenrückens zwischen den Tälern der Oberen Lune und der Oberen Unstrut liegt. An dem Rastplatz hatte ich dann einige Minuten Pause gemacht und dann ging es weiter in Richtung der Drei Eichen. Die Hollau ist eine Hochfläche, überwiegend mit Laubwald bedeckt und hat eine Flora, wo auch Märzenbecher und Orchideen vorkommen. Mittlerweile bin ich auch an dem nächsten Naturdenkmal, den Drei Eichen, angelangt. Als echte, starke, ausgewachsene Eichen existieren hier aber nur noch zwei, eine dritte wurde wieder angepflanzt. Von hier aus wären es bis zum Kloster Annrode noch ca. 1,5 Kilometer gewesen. Ich hatte mich dann aber entschieden, den ausgeschilderten Weg in Richtung Dingelstädt weiterzufahren. Habe es dann auch so gemacht, bin in Richtung Dingelstädt gefahren, aber in dem nächsten Waldstück musste ich wieder abdrehen, da doch noch einige Bäume über die Wege hinweg lagen. Hier bin ich zurück auf dem Radweg, den ich ja auch schon zu den Drei Eichen gefahren war, und bin nun unterwegs in Richtung Lengefelder Warte. Der doch recht gut befahrbare Weg führt immer so am Rande des Waldes entlang und ich komme dann an der Rodelandhütte an. Von der Rodelandhütte aus hat man einen wunderbaren Blick ins Eichsfeld und über die Bäume hinweg bis nach Dingelstädt oder auch hinüber bis nach Mühlhausen. Musik
Nachdem ich mich hier in luftiger Höhe ausgiebig umgeschaut hatte, habe ich mein Fluggerät wieder gelandet, habe mich noch ein wenig ausgeruht und kurz danach meine Radfahrt fortgesetzt. Nun geht es weiter in Richtung Lengefelder Warthe. Ich werde ein paar Meter auf der Bundesstraße fahren müssen, ehe ich dann links hinunter nach Zella fahren werde. Die Straße nach Zella hinunter lässt sich sehr gut fahren, aber sie ist auch sehr steil und man muss die Bremsen immer gut im Griff haben. Nach Zella geht es dann an der Unstrut entlang durch Helmsdorf, an Silberhausen vorbei, hinauf zum Dingelstädter Bahnhof und zurück wieder an meinem Ausgangspunkt, wo ich heute angefangen habe.